Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute schauen wir uns ein Malefic niederträchtig Deck an, das sehr erfolgreich auf King of Games manövriert worden ist und was ein bisschen anders aussieht als die letzte Liste, die ich gespielt habe. Und damit geht es heute los. So, wir spielen die Liste vom lieben Alfred. Schaut uns an der Stelle an. Den lieben Alfred hatte hier und da sogar an dem einen oder anderen Kuremo Cup mal mitgespielt. Wow! Ja, tatsächlich. Und heute geht es um seine Deckliste, die er diesen Monat auf King of Games manövriert hat. Und ja, niederträchtig Malefic, falls ihr das Deck nicht kennt, baut um diese ganzen ikonischen Karten auf, wie den niederträchtigen Sternstaubdrachen oder auch den rotäugigen schwarzen Drachen oder aber auch den Musterdrachen, nur halt in dem Fall in einer niederträchtigen bösen Version, ja. Und ja, diese Liste spielt beispielsweise auch nochmal eine extra Kopie von niederträchtigem Territorium, um unserer Field Spell, die wir natürlich nicht in dieser Liste spielen, sondern die über unseren Skill aufs Feld kommt, ja, niederträchtige Welt, nochmal Schutz zu gewähren. Territorium Niedertracht. Es hat sich ja herausgestellt, dass dieser Skill der beste Skill ist, den du für niederträchtige Decks spielen kannst. Es gibt noch ein paar andere Skills, aber die sind halt definitiv nicht so gut wie der hier. Wir können eine niederträchtige Karte von unserer Hand zurück auf unser Deck legen, um unserer Hand ein niederträchtiges Territorium von außerhalb unseres Decks hinzuzufügen. Und dann können wir einmal eine niederträchtige Welt auch von außerhalb unseres Decks als unterste Karte auf unser Deck legen. Unter unser Deck legen. Das Ding ist, wenn wir niederträchtiges Territorium aktivieren, können wir ohnehin eine niederträchtige Welt aus unserem Deck aufs Spielfeld platzieren. Deswegen ist, wo die Karte sich im Deck befindet, komplett irrelevant. Und ja, solange niederträchtiges Territorium auf dem Spielfeld liegt, können Spielfeldkarten nicht getargetet werden über Karteneffekte. Und es kann nur ein offenes niederträchtiges Monster mit demselben Namen auf dem Spielfeld liegen, was normalerweise für niederträchtige Monster gelten würde, gilt, solange niederträchtiges Territorium auf dem Spielfeld liegt, nicht. Und während der Battle Phase können auch die Effekte von diesen niederträchtigen Monstern annulliert werden, die Effekte, von denen wir sagen auch immer, dass sie die einzigen Karten sind, die angreifen können, beziehungsweise nur ein einziges niederträchtiges Monster für diesen Spielzug angreifen kann, was in dem Fall aber total irrelevant ist. So, wir spielen in dieser Liste auch nochmal zweimal die niederträchtigen Krallenstrahl. Wir können diese Karte lediglich aktivieren, wenn wir ein niederträchtiges Monster kontrollieren. Und wir können eine Karte des Gegners wählen, eine Monsterkarte, und diese dann halt zerstören. Ja, ansonsten relativ Standard die Liste. Die Liste spielt noch einen niederträchtigen Cyber-Enddrachen tatsächlich, mit einem Cyber-Enddrachen im Extra-Deck. Das ist bei niederträchtigen Decks manchmal so das Problem, dass man halt mit dem Extra-Deck hier und da mal Platzprobleme hat, aber wir haben ja einen neuen Extra-Deck-Slot bekommen durch die Hinzufügung von der Vrains-Welt. Und das bedeutet, dass wir den Cyber-Enddrachen hier auch mal spielen können, ohne Platzprobleme zu bekommen. Und mit dem niederträchtigen Cyber-Enddrachen haben wir auch eine Möglichkeit, Onimaru zu spielen, der halt nicht von Karteneffekten zerstört werden kann, was ebenfalls für bestimmte Matchups nicht verkehrt ist. Ja. Mehr gibt es eigentlich zu dem Deck nicht zu sagen. Es ist ein sehr aggressives Deck, aber auch ein Deck, was gut Karten ziehen kann, ja, und das ist in einigen Fällen immer wieder sehr wichtig. Wir spielen nicht das Event, wir gehen nämlich auf die Ladder und gucken, dass wir hier ein bisschen loslegen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie können wir denn überhaupt diese ganzen Synchro-Karten in unserem Extra-Deck beschwören? Naja, das machen wir alles über unsere kleinen Zahnradmonster, die wir spielen. Dazu kommen wir dann aber gleich. Das ist das niederträchtige, der niederträchtige Paradox-Motor, oder wie hieß der? Niederträchtiges Paradoxo, ach, keine Ahnung. Wir finden es gleich heraus. Ja, lasst euch überraschen, falls ihr dieses Deck noch gar nicht kennt. So, niederträchtiger Paradox-Antrieb war es. Okay, wir spielen gegen Slowbooks. Wobei, es muss nicht Slowbooks sein. Es kann auch irgendein anderes Deck sein, was einfach nur die Spellbook-Engine abused. Wahrscheinlich ist es am Ende des Tages wieder Dark Magician, wie man's kennt. Okay, scheint nicht Dark Magician zu sein. Das Ding. Wir aktivieren auf jeden Fall erstmal unseren Skill und wir schicken niederträchtiger Parallelantrieb back. Dann aktivieren wir unser Territorium. Gucken, ob da eine MST ist. MST wäre in dem Fall natürlich fatal, ist aber nicht am Start. Sehr schön. So.
Dann können wir unser niederträchtiges Paradoxantrieb normal beschwören, seinen Effekt aktivieren, ihn selber sacken, um uns aus unserem Deck einen Parallelantrieb zu beschwören. Und wir können sogar noch eine niederträchtige Karte auf unsere Hand nehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Karte würde ich in dem Fall gerne auf die Hand nehmen, um dann halt was zu beschwören. Ich würde sagen, definitiv den niederträchtigen schwarzen Drachen. So. Papa, die kann ich beides noch später specialen. Dann droppen wir doch einfach mal den Vermilion Dragon Mag. Nehmen wir Parallelantrieb plus rotäugiger schwarzer Drache von unserer Hand nutzen. Whoop. Da haben wir ihn, den Vermilion Dragon Mag. Der darf seinen Effekt aktivieren. Banish to pop this. Die goldene Mitte. Magiennavigation. Okay. Dann kommt die Magiennavigation auf jeden Fall schon mal raus. Was ja ebenfalls nicht verkehrt ist. Also war es am Ende des Tages doch ein Dark Magician Deck. I see. Okay. Dann beschwören wir den niederträchtigen Cyber Enddrachen. Und nehmen wir den Cyber Enddrachen aus unserem Deck. Extra Deck. Banishen. Und wir beschwören auch nochmal den niederträchtigen Sternenstaubdrachen. Here we go. Und wir legen eine Wasserlochfallgrube verdeckt. Und dann würde ich mal behaupten, Rambazamba. Es geht los. Ich sehe Lethal, wenn alle Angriffe durchgehen. Niederträchtiger Cyber-Enddrache darf den Dark Magician hier einmal angreifen. Boom. Dann darf der zinnoberfarbene Dragon Mag einmal hier angreifen. Aber wahrscheinlich hätte ich es andersrum machen müssen. Okay. Dann beenden wir den Spielzug. Der Name dieser Karte wird zu dunkler Magier, solange sie auf dem Spielfeld liegt. Gefällt mir nicht. Ah, okay. Warten wir mal ab. Das Auge von Timaeus, okay. Interesting, dass man die Karte spielt für die dunkle Kavallerie, okay. Und der Magier dunkle Navigation holt auch nochmal den Burschen aufs Feld. Mhm. So, vielleicht ist er jetzt gierig und geht nochmal eine 7er Exit sammeln. Gucken wir mal. Das ist ein richtiges Anime-Deck. Das ist ein richtiges Anime-Duell. Und nein, der Gegner entscheidet sich nicht dafür. Okay, interessant. Wait, what? Noch eine auszumindende Illusionsmagierin? Okay, das ist nicht ohne. Den Effekt von niederträchtige Welt aktivieren. I think so. Okay. Magiennavigation sagt aber nein, aber... Wait, what? Wait, what? Andere Monster, die du kontrollierst, können keine Angriffe deklarieren. Kann nur ein offenes, niederträchtiges Monster auf dem Spielfeld liegen. Das ist jetzt natürlich blöd. Das ist ziemlich blöd. Boah, dass der Gegner mir jetzt mein Territorium negated, ist echt nicht so gut. Ja, das sieht nach einem Checkmate aus. Ich kann jetzt dich und dich zwar banishen, um mir... Ah, das bringt rein alles nichts, ne? Es kann nur ein offenes Riesenschick mal so. No!
Ich werde ihn gar nicht beschwören. Ne? Ja, ich kann ihn gar nicht beschwören. GG! Da würde ich mal behaupten, da haben wir leider. Haben wir leider verloren. GG. GG. Ja, die Illusionsmagierin hat mich da leider hops genommen. Wobei ich natürlich da auch einen Fehler gemacht habe, ne? Ich habe nämlich die falsche Angriffsfolge gehabt. Ich hätte erst mit Vermilion Dragon Mac die eine. Ja, ich hätte erst mit Vermilion Dragon Mac die eine Karte tragen müssen. Und dann hätte ich vielleicht auch noch Eternal Soul erwischen können beim 50-50. Aber hey, hätte Bartkette. Mein Gott. Das eine kann ich ja nicht beeinflussen. Das kann ich nicht beeinflussen. So. Du. Wow. Set 3. Ganz schön aufregend, lieber Gegner. Oh Mann. Set 3. Gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Okay, erstmal kommt mein Territorium durch. Das ist doch schon mal ganz nett. So, dann können wir unser Paradoxantrieb nutzen. Beziehungsweise unser Paradoxantrieb beschwören. Kontrollpunkt. Okay. Into Dark Vision, alles klar. Aber der Effekt kommt trotzdem durch, oder? Kommt nicht durch. Well. Kann leider nicht so viel machen. Nee, kann leider nicht so viel machen. Kontrollpunkt war hier schon echt strong. Ewige Seele, okay. Aber du hast natürlich einen Dark Magician getopdeckt. Ja, natürlich. Was denn auch sonst? Ah, GG. Da habe ich keine Chance. Ja. Backrow ist ein Problem. Backrow ist ein Problem. Kontrollpunkt war stark in dem Fall. Ja, ich finde gerne, der Kontrollpunkt ist eine starke Karte in der aktuellen Meta. Gegen einige Decks ist die Karte sehr. Ja. Sie schaltet einfach komplette Decks aus, sage ich mal. Für eine komplette Runde. Und das ist schon mächtig. So, sehr abwechslungsreich. Wir spielen schon wieder gegen Yugi. Wieder Dark Magician? Fragezeichen. Werden wir ja gleich sehen. Vielleicht werden wir es nicht gleich sehen. Doch, wir werden es gleich sehen. Was ist das? Ah. Eine etwas andere Liste. Eine etwas andere Dark Magician Liste. Und. Na dann. Legen wir doch mal los. Legen wir doch mal los. Auch nicht.
Ja gut. Wir verlieren gegen MST. Wir können nochmal den Parallelantrieb nochmal beschwören. Und ja, GG, well played! Dark Magician mit MST. Let's go. Guck mal, abwechslungsreiche Duelle, die wir heute alle verloren haben. On-off-MST. Und das war definitiv die schlechteste von den drei Listen, die wir heute gesehen haben. Aber... die Liste, die natürlich mich am härtesten zerstört hat. Ah! Und zwar richtig hart zerstört. So hart zerstört, dass ich keine Chance hatte. Also absolut keine Chance. Ich konnte nicht mal Monster beschwören. Ich hätte ein Monster beschwören können. Mit null Angriffspunkten. Okay. Wir dürfen wieder nicht anfangen. Mit dem Deck würde ich mir sogar wünschen anzufangen. Das ist nämlich ein gutes Going First Deck. Ja. Das ist ein Deck, mit dem ich mir wünschen würde anzufangen. Kein Scherz. Okay, das sieht doch vielversprechend aus. Territorium der Niedertracht. Wir aktivieren niederträchtiges Territorium und beschwören dich. Dann droppen wir unser Paradoxantrieb. Aktivieren Paradoxantriebseffekt. Holen Parallelantrieb aus Feld samt niederträchtigen rotäugigen schwarzen Drachen. Dann beschwöre ich aus Spielfeld den Vermilion Dragon Mag. Let's go, Dude. Da ist er. Dann aktiviere ich meine niederträchtige Auswahl. Ich verbanne aus dem Friedhof einmal dich und einmal dich. Und holen wir auf die Spielfeldhand, genau, auf die Hand. Da Hendo. Okay, das ist egal. Imagine, wir würden nicht gewinnen. Dann muss ich mir in dem Fall doch einmal die beiden Karten auf die Hand holen. So. Können wir den Stardust Dragon nämlich. Moment, ich habe den Pop nicht, weil ich die falsche Karte gebanished habe. Nein, das heißt, wir haben keinen Lethal. No, ich habe die falsche Karte gebanished. No, ich habe die falsche Karte gebanished. Okay, das ist nicht gut. Mist, Lethal. Ich hätte die Karte nämlich nicht verbannen dürfen. Ich hätte die andere Karte verbannen müssen. Die hier. Paradoxantrieb. Normalbeschwörung. Wieder trächtige Krallenstrahl. Pop this! Oh. Hätte ich Legatus überhaupt direkt zerstören sollen? Habe ich die Frage. Jetzt kann er einmal Effekte von mir annullieren, ne? Ja, Effekte werden auch noch annulliert. Atel Face. Oh, und der wird dann ausgerüstet. Toll. Ja, aktivieren wir doch mal unsere niederträchtige Welt. Für die drei Musterdrachen. Normal Summon Paradoxantrieb. Banish Paradoxantrieb für Parallelantrieb. Was macht denn hier jetzt Sinn?
Einfach dich. Wegen deinem 4000 Attack. Ja. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Niederträchtiger Paradoxdrache. So, dann smashen wir auch nochmal den Musterdrachen. Der kann seinen Effekt aktivieren und kriegt dich ins Grave und mischt dafür den Stardust Dragon wieder ins Extra Deck zurück. Geil. Das ist echt geil. Okay. Einmal hier. Einmal hier. Einmal da. Also warum konnte ich jetzt nicht angreifen? Wegen dem Effekt vom niederträchtigen Musterdrachen. Okay. Also mit dem Musterdrachen kann man auch einige nette Synchro-Plays vollziehen. Vor allen Dingen jetzt mit dem extra Deck-Slot. Weil nicht Synchro-Plays, aber Exit-Plays auch, ne? Ja, dass du die beiden Sternshop-Drachen dann nochmal aufeinander lappst, das ist ja eigentlich ganz gut möglich. Also ich würde das zumindest ganz gut feiern. Ach ja. Witzig! Witzig, witzig. Also das Deck ist sehr witzig. Das macht Spaß. Macht Spaß. Ich spiele das gerne, auch so privat. Wenn es denn nicht so teuer wäre. Denn es ist leider wirklich sehr teuer. Gerade im Vergleich zu vielen anderen Decks. Leider. Leider. Ist meine Starthand echt nicht gut. Also diese eine extra Kopie von niederträchtigem Territorium. Die will ich eigentlich nicht auf der Starthand haben. Überhaupt nicht. Alright, Top-Deck-Time. Paradoxantrieb. Das ist natürlich ein Top-Deck, den ich gebraucht habe. Mit dem kann es jetzt nämlich hier gut abgehen. So, Territorium. Into niederträchtige Welt. Here we go. Dann haben wir unser Parallelantrieb. Der hoffentlich durchkommt. Nein! Ich überlege gerade. Er kann den jetzt absorbieren. Hat er... den Attack-Wert von ihm. Aber er macht sogar tatsächlich. Er holt jetzt den Onimaru. Okay. So, das ist aber in dem Fall egal. Weil ich jetzt noch niederträchtige Auswahl habe. Und damit kann ich jetzt... dich und dich. Also dich auf jeden Fall und dich banishen. Dann kann ich mir einmal dich noch auf die Hand holen. Wo ist denn ein Krallenstrahl? Hört sich nach einem Plan an. Oh. Banish mir einen Paradoxdrachen. Holen dich aufs Feld. Setzen... den Krallenstrahl plus dich. Und jetzt muss ich überlegen. Der floatet, ne? Na, wir greifen trotzdem hier an.
Selbst wenn er floatet, dann soll er halt floaten. Alright. Niederträchtiger Musterdrache. Du wirst es schon schaffen, da bin ich mir sicher. Und der Gegner gibt auf. Konoda, Dio. Keine Chance. Obwohl das ein sehr, sehr, sehr mächtiger Turn 1 war. Das war ein sehr, sehr, sehr mächtiger Turn 1. So, und nachdem es jetzt erstmal zu Anfang der Folge dreimal auf die Nase gab, schmerzhafterweise, geht es jetzt mal in die andere Richtung. Und zwar in die siegreiche Richtung. Für Paradox. Muss ja auch mal sein, ne? Kann ja nicht sein, dass wir lediglich kassieren. Okay, ich kann die Theme tatsächlich auch nicht mehr hören. Ich muss da für die nächste Folge vielleicht mal ein paar Änderungen vornehmen. Aber das Deck ist konsistent und es kann gut um Backrow rumspielen. Wenn die Backrow nicht gerade fatal ist und einem die wichtigste Karte überhaupt erstmal weghaut, dann ist es gar nicht mal so schlecht. Okay. Harpies. Was können die Harpies gegen mich machen? Federpause für den Standard Harpien Play. Grandios. Grande Harpy. Mhm. Cyber Slash Harpier. So, Federpause. Gucken wir mal, ob du ein guter Spieler bist und erstmal deine ganzen Backrow auch nochmal dazu ziehst. Oder ob du Monsterkarten ziehst, was ich bevorzugen würde. Wie kriegen die es hin? Every single time. Ich weiß es nicht. Aber soll mir recht sein. Wer Harpien besiegen will, muss halt auch mal hier durch. Lithic Territory. Bam, 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 bam. Liest er sich die Karte jetzt erstmal durch? Wenn du eine MST hast, dann aktivierst du die hier an der Stelle sofort. Und dann hast du eigentlich schon fast gewonnen. So. Wenn nicht, dann nicht. So. Paradoxantrieb. Normal Summon. Wirst du Medieneffekt negieren? Aha. Buch des Mondes. Okay. Schickst du mir den jetzt auch direkt? Du schickst ihn mir sogar direkt auf die Hand, okay. Auch nicht verkehrt. Der Bounce-Effekt ist schon mal raus. So, jetzt kann ich aber noch meinen Cyber-End-Drachen droppen. Hui! Aber da ist wieder irgendwas aktivierbar. No! Mann, das gibt's doch nicht! Warum haben sie denn immer jedes Mal alles? Okay, nicht zwingendermaßen. Battleface und Angriff. Was ist das denn für ein Start, Mann? Was ist das für ein Start? Ich bitte euch. Doppelbuch des Modes, Slash habe ich. Okay, der kann jetzt theoretisch drüber steigen. Macht keinen Sinn, die Wasserlauffallgrube jetzt zu aktivieren. Weil er dann einfach... Oh, er hat noch eine Backrow-Karte. Wenn das jetzt wieder irgendwas ist, was perfekt aktivierbar ist, ja, dann wird's laut, Leute. Ich warne euch. Dann wird's laut. So, wir aktivieren den Effekt von Niederträchtige Welt. So. Wieder irgendwas, was aktivierbar ist. Ey, ich rascht aus! Wahrscheinlich dieses MST oder so. Was würde ich mir denn jetzt in der Situation wünschen für die Karte? Irgendwas, was das drawt? Irgendwas, was ich selber summon kann?
Musterdrache. Probably, ne? Probably den Musterdrachen einfach. Ja. Es wird wahrscheinlich auf den Musterdrachen hinauslaufen. Musterdrache ist hier schon mit seinem Body gegen die Harpien brutal. So. Aber bevor wir das machen, gibt's erstmal den Paradoxantrieb. Dude, what the fuck? What the fuck? Wirklich? Es reicht! Dann halt so. Ciao. Deine Ranzkarte da. Weg damit! Schmutz! Schäm dich! Dreimal Buch des Mondes und es reicht immer noch nicht. Mit einer Slash-Up hier. Das zeigt eigentlich nur, wie OP dieses Deck ist. Sobald es einmal ins Rollen kommt. Dreimal Buch des Mondes. Schön für dich. Interessiert mich leider nicht. Zieh deine letzte. Schlechte Karte. My Valentine. Ach, ja, der Harpien-Spieler muss überlegen. Das ist jetzt sehr, 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 sehr tough, was er jetzt machen muss. Das ist sehr, 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 sehr tough. Er hat zwei Handkarten. Er hat eine Karte auf dem Spielfeld. Mann! Das ist ja jetzt richtig, richtig, richtig schwer. Was würde ich jetzt hier in der Situation tun? Ach, guck mal, er macht mal was. Halleluja. Halleluja. Das ist ja unfassbar krass. Was du hier raushaust wieder an Spielzügen. Das ist ja an heftigen Spielzügen nicht zu überbieten. So, Slash Up hier. Okay, cool. Sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Wait, what? Kaiju? Ach, actually ein Kaiju. Lol. Actually ein Kaiju. Wait, ich hätte den Effekt von niederträchtige Welt nicht aktivieren dürfen. Genau deswegen. Aber an sich ist das hier an der Stelle nutzlos egal. Ich gewinne nämlich an der Stelle einfach. Gibt nichts, was er jetzt machen kann, der Gegner. Whoop. 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 Habe ich schon whoop gesagt? Komm, geh raus! Es ist vorbei. Du hast eh keine Chance mehr. Du hast eh keine Chance mehr. So, auf jeden Fall dich. Und einmal dich. A bit of this, a bit of that. Whoop. Und jetzt einmal dich. Einmal dich. Zack, zack. Dann beschwören wir dich, indem wir dich vom Friedhof verbannen. Zack. Wir beschwören dich, indem wir dich vom Extra-Deck verbannen. Zack. Dann darfst du deinen Effekt aktivieren. Zack. Indem du die vom Friedhof verbannst und damit einmal die Harpie schießt. Zack. Dann setzen wir das. Und dann gehen wir direkt in die Battle Phase und greifen mit 4000 Damage an. Und tada! Easy. Es kann so leicht sein. Es kann so unfassbar leicht sein mit Niederträchtig. Vorausgesetzt, die niederträchtige Welt ist auf dem Spielfeld. Ansonsten könnt ihr direkt aufgeben. So, wie dem auch sei, wenn es euch gefallen hat, Leute, Deckliste wie immer in der Beschreibung. Ihr solltet zusehends versuchen, dass ihr nicht gegen Dark Magician gepairt werdet. Dann sieht das Deck eigentlich ganz gut aus. In dem Sinne, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Euer Rui.